Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Schwestern und Brüder, wir haben mit dem eindringlichen, inständigen Ruf Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, diesen Gottesdienst begonnen. Wir bitten um das Erbarmen des Herrn mit unserer Verstorbenen. Wir bitten um das Erbarmen Gottes mit uns allen, die wir zurückbleiben, und um einen großen Menschen, eine große Frau trauern. Ich begrüße ganz besonders unseren Herrn Bundespräsidenten und seine Gattin, unseren Herrn Bundeskanzler und den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs. Ich begrüße die Angehörigen und alle Freundinnen und Freunde der Verstorbenen. Ich begrüße die Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonalen Dienst und die Vertreter der anderen christlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften. Ich begrüße die Vertreter der Bundesregierung, der Landesautoritäten, der Vertreter des diplomatischen Korps an der Spitze, den apostolischen Nuntius. Und Sie alle, Schwestern und Brüder, die Sie hier im Dom oder jetzt über das Fernsehen verbunden sind, in der Trauer, aber vor allem im Dank für das Leben und das Wirken der Verstorbenen. Bitten wir um Gottes Erbarmen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir glauben und bekennen, dass dein Sohn für uns gestorben und auferstanden ist. Im Glauben an dieses Geheimnis ist unsere Schwester Brigitte von uns gegangen. Wie sie in Christus gestorben ist, so lass sie auch durch Christus auferstehen. Darum bitten wir dich durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, ihr müsst die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Deswegen, Geliebte, die ihr dies erwartet, bemüht euch darum, von ihm ohne Makel und Fehler in Frieden angetroffen zu werden. Und die Geduld unseres Herrn betrachtet als eure Rettung. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, gebt Acht, dass ihr nicht von dem Irrtum der Frevel mitgerissen werdet und eure eigene Standfestigkeit verliert.
wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gebührt die Herrlichkeit, jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Oh,
Yeah.
verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit wurden einige Pharisäer und einige Anhänger des Herodes zu Jesus geschickt, um ihn mit einer Frage in die Falle zu locken. Sie kamen zu ihm und sagten: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person, sondern lehrst wahrhaft den Weg Gottes. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht? Er aber durchschaute ihre Heuchelei und sagte zu ihnen: Warum versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, ich will ihn sehen. Man brachte ihm einen. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm: des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und sie waren sehr erstaunt über ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Brigitte Wierlein ist auf den Tag genau 5 Jahre nach ihrer Angelobung durch unseren Herrn Bundespräsidenten als erste Bundeskanzlerin der Republik Österreich gestorben. Am 3. dieses Monats. Am Tag darauf habe ich in der Feier der Heiligen Messe ihrer gedacht und für sie gebetet. Die Worte der Bibel, die an diesem 4. Juni gelesen wurden, haben mich sofort an unsere Verstorbene denken lassen. In meiner Predigt habe ich darauf hingewiesen, dass Jesus mit seinem berühmten Wort »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist« eine weltgeschichtliche, entscheidende Unterscheidung eingeführt hat, deren Tragweite ich ein wenig auszuleuchten versucht habe. Heute will ich es, Brigitte Bierlein zu ehren, noch einmal versuchen. Über Brigitte Bierlein zu sprechen, heißt über Recht und Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit sprechen. Sie hat in hervorragender und herausragender Weise diese Worte verkörpert und vergegenwärtigt. Mich hat dabei die Verheißung aus dem 2. Petrusbrief besonders angesprochen. Wir erwarten gemäß der Verheißung Gottes einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. In der Welt, in der wir leben, wohnt reichlich wenig Gerechtigkeit. Himmelschreiendes Unrecht, Gewalt, Korruption, Machtmissbrauch beherrschen weitgehend die Szene des Theaters dieser Welt. Ist die Verheißung der Gerechtigkeit eine Vertröstung auf die kommende Welt?
sind die Träume von einer gerechten oder wenigstens einer etwas gerechteren Welt Illusion? Brigitte Bierlein hat sich zwischen Kunst, der sie immer verbunden blieb, und Jus letztlich für Letzteres entschieden. Daraus wurde ein lebenslanger Einsatz für Recht und Gerechtigkeit. Ein Kampf gegen Windmühlen oder die Voraussetzung für ein lebbares Gemeinwesen. Der zweite Petrusbrief führt noch ein Schlüsselwort ein. Betrachtet die Geduld unseres Herrn als eine Rettung. Geduld braucht jeder, der sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt. Nicht erst Immanuel Kant, sondern lange vor ihm schon hat die Bibel gewusst um den Hang zum Bösen. Das Judentum weiß vom Yetzer Hara, dem bösen Trieb, wie auch vom Yetzer HaTov, dem guten Trieb im Menschen. Das Christentum spricht von Erbsünde. Der Ruf nach Gerechtigkeit ist das starke Zeugnis dafür, dass in jedem Menschen der Sinn für und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit vorhanden ist und wohl nie ganz verloren gehen kann. Diesem Sinn für Gerechtigkeit diente Brigitte Bierlein in den verschiedenen Positionen ihrer beeindruckenden Laufbahn. Als Staatsanwältin, im Verfassungsgerichtshof und schließlich im Dienst der Gesetzgebung in ihrer Regierungsverantwortung. Sie hat alle diese Tätigkeiten als Dienst verstanden. So und nur so kann man dem Recht gerecht werden. Die Worte aus dem zweiten Petrusbrief weisen aber noch auf eine entscheidende Tatsache hin: die Vorläufigkeit alles Irdischen. Der Tod erinnert uns daran, auch unsere heutige Feier in der Gegenwart der sterblichen Überreste einer großen und tapferen Frau. Vorläufig sind alle Bemühungen um Gerechtigkeit, die es nie in perfekter Form geben wird. Die Politik ist immer ein Feld des Vorläufigen, doch ebenso alle anderen Lebensbereiche. Das Wissen um diese Vorläufigkeit alles Irdischen ist eine Voraussetzung für gegenseitigen Respekt, Toleranz und die Fähigkeit, verschiedene Sichtweisen nicht als Bedrohung, sondern als Ergänzung zu sehen. Heute ist in gewisser Weise Österreich um den Sarg seiner ersten Bundeskanzlerin versammelt. Wäre es nicht der richtige Moment, dass wir alle von hier, von diesem Dom, der doch in gewisser Weise das Herz unseres Landes ist, mit dem festen Entschluss weggehen, die kommenden Monate bis hin zur Wahl und natürlich darüber hinaus im Gedenken an unsere eigene Vorläufigkeit und Vergänglichkeit, einander mit Respekt und Achtung begegnen, auf Hassbostings, auf Verächtlichmachen der anderen zu verzichten. Kurz, einen Pakt der Mitmenschlichkeit zu schließen. Frau Bierlein hat vorgelebt, dass klare Positionen, eine aufrechte Haltung, eine deutliche Sprache mit Wertschätzung anderer Sichtweisen vereinbar ist. Doch nun noch ein Wort zum berühmten Satz Jesu, den ich anfangs in Erinnerung gerufen habe. Es geht um das Zahlen von Steuern. Soll man sie zahlen oder darf man es nicht? Eine Grundfrage jedes Gemeinwesens. Ohne Steuern kein Staat, ohne Staat keine Ordnung, kein Recht, keine Justiz, keine Sicherheit. Ohne Staat herrscht Willkür, immer auf Kosten der Schwachen und der Wehrlosen. Was sagt Jesus?
Sein Wort führt eine Unterscheidung ein, die, davon bin ich überzeugt, grundlegend ist für die Demokratie. Jesu Wort ist, so sehe ich es, eine klare Absage an jede Theokratie. Der Kaiser ist nicht Gott und der Staat hat nicht Gott zu ersetzen. Ein Gottesstaat ist mit dieser Sicht nicht vereinbar. Das Christentum hat von Jesus angefangen, Gehorsam und Respekt vor den weltlichen Autoritäten gelehrt. Man lese nach bei Paulus. Es hat immer aber auch gelehrt, dass, wie Petrus es sagt, man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Franz Jägerstätter und viele andere haben gezeigt, dass das Gewissen über dem Staat steht, auch wenn man dem Staat zu gehorchen hat. Doch keine staatliche Macht kann den Anspruch absoluten Gehorsams erheben. In dieser Spannung steht die Demokratie. Alles Recht geht vom Volk aus, heißt es in unserer Verfassung, von der unser Herr Bundespräsident in dramatischer Stunde zu Recht gesagt hat, sie sei schön. Diese Verfassung, dieser Verfassung hat Brigitte Bierlein durch Jahre gedient. Dafür gilt ihr und allen, die die Verfassung schützen, Dank und Anerkennung. Das Wort Jesu weist aber auch auf eine andere wesentliche Dimension der Demokratie hin, ohne die die Verfassung aus dem Ruder geraten kann. Gebt Gott, was Gott gehört. In profanen Worten können wir das so formulieren: Der demokratische Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er sich nicht selber geben kann. Der Staat genügt sich nicht selber. Er bedarf des Unbedingten, das nicht demokratisch entschieden wird, sondern vorausgesetzt werden muss. Das ist grundlegend die unbedingte Würde jedes Menschen. Er muss sie nicht erst erwerben, sie ist ihm immer schon eigen. Auch der unausweichliche Tod kann diese Würde nicht nehmen. Jenseits der Schwelle des Todes endet alle irdische Macht und ihre Zuständigkeit. Heute vertrauen wir darauf, dass Brigitte Bierlein, die ihr Leben lang der irdischen Gerechtigkeit gedient hat, jenseits aller Schatten und Leiden des irdischen Weges heimgelangt ist in jenen neuen Himmel und jene neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Danke, verehrte Brigitte Bierlein, für diesen Ihren treuen Dienst. Ruhe in Frieden. Voll Vertrauen beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lohne unserer lieben Verstorbenen Brigitte Bierlein all die Mühe und Arbeit, die sie in ihrer Sorge um die Menschen in Österreich pflichtbewusst auf sich genommen hat. Nimm sie auf in deinen Frieden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
Lass das Beispiel, das Brigitte uns gegeben hat, für die Verantwortlichen im Staat und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger wirken, damit sie sich gegenseitig respektieren und ihre Aufgaben pflichtbewusst und mit Demut erfüllen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lass uns den Hilferuf der Armen, Kranken, Verfolgten und Unterdrückten nicht überhören. Wir bitten dich für unsere liebe Brigitte, die sich für diesen Menschen besonders eingesetzt hat, lass sie geborgen und glücklich sein in deinem Licht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr, wir danken dir, dass wir Brigitte kennenlernen und bis zuletzt begleiten durften. Bitte nimm sie bei dir auf, schenk ihr die ewige Freude und uns allen ein Wiedersehen mit dir. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du schenkst Leben in Fülle und hast uns eine ewige Wohnung bei dir verheißen. Dir sei Lob und Dank, Ehre und Anbetung in der Einheit mit dem Heiligen Geist heute, alle Tage und in Ewigkeit. Thank you.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimmt das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, wir bringen unsere Gaben dar für deine Dienerin Brigitte. In ihrem Leben hat sie an Christus, unseren Erlöser und Heiland, geglaubt. Darum sei ihr Christus auch ein gnädiger Richter, er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist das Heil der Welt, das Leben der Menschen, die Auferstehung der Toten. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unserer Schwester Brigitte, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört sie Christus an.
ihm ist sie gleich geworden im Tod. Lass sie mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn in dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam, aus dem Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch deinen heiligen Leib und dein Blut von allen meinen Sünden und allem übergib, dass ich deinen Geboten allzeit treu bleibe. Und lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi schenke ewiges Leben.
Lasset uns beten. Barmherziger, gütiger Gott, in diesem Sakrament hat uns Christus seinen Leib als Wegzehrung hinterlassen. Führe unsere verstorbene Schwester Brigitte durch die Kraft dieser Speise zum ewigen Gastmahl in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.
Eminenz, Hohe Geistlichkeit, liebe Angehörige, Freundinnen und Freunde der Verstorbenen, sehr geehrte Trauergemeinde. Wir sind hier bei diesem Requiem versammelt, um uns von der ersten Bundeskanzlerin der Republik Österreich zu verabschieden und ihrer zu gedenken. Zur Erinnerung, Ende Mai 2019 hatte die Veröffentlichung des Ibiza-Videos und das spätere Misstrauensvotum im Parlament zu einer schweren innenpolitischen Krise geführt. Die Stimmung im Land, die Situation im Land war aufgeheizt. Als ich Brigitte Bierlein damals fragte, ob sie das Amt der Kanzlerin übernehmen würde, erbat sie sich eine sehr kurze Bedenkzeit. Ich suchte jemand, so sagte ich ihr, der oder die mit einem umfassenden Wissen und sorgfältigstem Umgang mit unserer Verfassung die Geschicke unserer Republik klug nach innen und außen lenken kann. Und wer wäre dafür besser geeignet als Sie, die damalige Hüterin dieser, unserer Verfassung? Kurz danach erklärte Brigitte Bierlein öffentlich, sie sehe es als ihre staatspolitische Verantwortung an, in dieser bisher einmaligen Situation in der Geschichte der Zweiten Republik ihren Teil beizutragen. Dieser Satz charakterisiert treffend das Berufsethos von Brigitte Bierlein. Sie war eine treue Dienerin der Republik, weitsichtig, interessiert, in höchstem Maße kompetent und sie war eine mutige Frau. Denn es war ja angesichts der aufgeheizten innenpolitischen Situation damals mit einem gewissen Risiko verbunden, eine Regierung anzuführen, die keine parlamentarische Mehrheit hinter sich hat. Die innenpolitische Situation hat sich nach der Angelobung von Brigitte Bierlein binnen kurzem beruhigt. Das lag ganz sicher auch an ihrem umsichtigen Handeln in dieser sensiblen Zeit. Sie und ihre Regierung waren außerordentlich populär. Sie genoss hohes Ansehen in der Bevölkerung. Und Brigitte Bierlein hat unserer Heimat damit in einer schwierigen Situation einen sehr großen Dienst erwiesen. Dafür bin ich ihr als Bundespräsident und ganz persönlich dankbar. Was sie getan hat, sie tat es mit Hirn und mit Herz, mit Sachkenntnis und Empathie, mit Stärke und Gelassenheit, mit Selbstvertrauen und Selbstkritik. Dabei hat sie nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ja nicht immer alles glatt läuft, dass man eben oft eine gehörige Portion Mut braucht, dass es nicht immer leicht ist. Brigitte Bierlein war keine, die alles schönredet. Sie wurde einmal gefragt, was man denn aus ihrer Biografie lernen könne. Und ihre Antwort war, Chancen zu ergreifen, nicht Nein sagen. Welch eine Bedeutung so eine Lebenseinstellung für eine junge Frau oder für ein kleines Mädchen haben muss. Brigitte Bierlein durchlebte eine außergewöhnliche berufliche Laufbahn. Sie war erste Generalanwältin, ich muss das in immer betonen, der Generalprokuratur beim Obersten Gerichtshof, erste Vizepräsidentin im Verfassungsgerichtshof, erste Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, erste Bundeskanzlerin der Republik. Diese Laufbahn wurzelte in hoher Sachkenntnis, in dem Brigitte Bierlein eigenen Einfühlungsvermögen und schließlich der Fähigkeit, rasch auf neue Situationen zu reagieren. Es gab aber auch ihre andere Seite. Kunstsinnig und kulturinteressiert war Brigitte Bierlein immer schon. Vielleicht wissen das nicht alle, aber die Kunstakademie war eine Option, bevor die endgültige Studienwahl dann auf das Jusstudium fiel. So schloss sich ein Kreis, in dem sie ihre persönliche Leidenschaft und Expertise für Kunst und Kultur auch in den Dienst der Republik stellte, nämlich
als sie den Aufsichtsratsvorsitz der Bundestheater Holding annahm. Als ich ihr den höchstmöglichen Orden der Republik verliehen habe, sagte sie, ich zitiere wörtlich: Ich habe immer betont, dass mein beruflicher Lebensweg nicht geplant oder vorhersehbar war. Selbstständig und selbstbestimmt leben zu können, das war immer mein Ziel, und ich war und bin überzeugt, dass das für alle Frauen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ich hoffe, dass Brigitte Bierlein bewusst war, wie sehr sie andere inspiriert hat. Sie hat viele Frauen auf ihrem Weg ermutigt. Sie wird für viele Frauen und Mädchen, aber sie wird für uns alle immer ein Vorbild bleiben. Hochwürdiger Kardinal, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Präsident des Verfassungsgerichtshofes, werte Trauergäste. Jeder Tod, jedes Sterben eines Menschen ist auch eine Botschaft, die wir nicht immer entschlüsseln können und die uns gerade deshalb so schockiert, manchmal sprachlos macht und auch hilflos. Der heutige Tag ist es wert, in besonderer Weise darüber nachzudenken. Die Nachricht vom überraschend schnellen Tod von Brigitte Bierlein hat unser Land aufgewühlt. Man hat gespürt, da ist eine große Österreicherin viel zu früh gegangen. Der Tod der ersten Bundeskanzlerin unseres Landes, des Menschen Brigitte Bierlein, hat uns schonungslos konfrontiert mit dem, wofür wir im Alltag meist keinen Platz finden und auch was wir gerne verdrängen. Dem Wissen um die Endlichkeit alles Lebenden, dem Wissen um unsere eigene Sterblichkeit. Wir haben aber auch gespürt, dass wir als Land in Stunden des Todes und Verlusts und der Trauer ein gutes Stück näher zusammenrücken. Das sollte über diesen Abschied hinaus nicht verloren gehen. Selten war ein Leben dafür so beispielgebend wie das von Brigitte Bierlein. Brigitte Bierlein ist jedem Menschen unvoreingenommen begegnet, hat den Dialog mit allen nicht nur gepflegt, sondern auch aktiv gesucht. Ich schaue hier in Gesichter von Menschen, die Ausdruck dieser Offenheit und dieser Freude am Leben sind. Unsere heutige Trauergemeinde besteht aus Schülerinnen, die mit ihr in das Gymnasium in der Kumpmanngasse gegangen sind, Kommilitonen des Juridikums, Kolleginnen und Kollegen aus den vielen Instanzen der Justiz, der öffentlichen Verwaltung, Freundinnen und Freunden aus Kunst, Kultur und einer Vielzahl an karitativen und zivilgesellschaftlichen Initiativen und natürlich aus den höchsten Vertreterinnen und Vertretern unseres Landes. In Zeiten rascher Veränderungen entsteht auch viel Verunsicherung und Ungewissheit. Viele fragen sich, ob morgen noch gelten wird, was gestern selbstverständlich war. Als erste Bundeskanzlerin unseres Landes hat Brigitte Bierlein vor allem Mut gezeigt und uns bestärkt, Chancen zu ergreifen. Sie hat Ja gesagt, wenn es darum ging, Verantwortung zu übernehmen, und damit Geschichte geschrieben und einen Weg geebnet, der vielen nach ihr Hoffnung und Mut geben wird.
Brigitte Bilhelm war eine Frau von beeindruckender Vielseitigkeit, deren Einfluss weit über die Grenzen ihres Amtes hinausreichte. Sie engagierte sich mit großer Hingabe in zahlreichen sozialen Organisationen. Ihr Herz schlug besonders für die Gleichberechtigung, für die Gleichwertigkeit und Wahlfreiheit für Mädchen und Frauen. Brigitte Bilhelm war sowohl Weltbürgerin als auch eine echte Wienerin. Sie hat ihre Heimatstadt und ihr Land geliebt. Und sie war offen für Veränderung und den Wandel, den jede liberale Demokratie durchlebt und auch braucht. Nicht nur als erste Bundeskanzlerin war sie Vorreiterin. Sie war die Erste, die diesen Weg beschritt, und sie tat es mit Eleganz, mit Entschlossenheit und einem Mut, der seinesgleichen sucht. Ihr Handeln war geprägt von dem Wissen, dass wahre Stärke nicht in lauten Worten oder schnellen Lösungen liegt, sondern in der Fähigkeit, zuzuhören, zu verstehen, zu hinterfragen und Brücken zu bauen. Brigitte Bilhelm hat immer gesagt, sie sei keine Politikerin, aber ihr Leben ist höchst politisch, und zwar im besten Sinn. Sie war eine Wegbereiterin und bleibt leuchtendes Beispiel für viele, die nach ihr kommen. Mir wurde in der Vorbereitung zugetragen, dass eine Maturantin in ihrer heurigen Prüfung gefragt nach einem Vorbild Brigitte Bilhelm nannte. Und ich bin mir gewiss, sie wird nicht die Einzige bleiben. In ihrer letzten Rede als amtierende Bundeskanzlerin sagte Brigitte Bilhelm Folgendes, und ich zitiere: Ich möchte an jede und jeden Einzelnen, an uns alle appellieren, die demokratischen Errungenschaften nie als selbstverständlich anzusehen, den europäischen Geist und offenen Dialog zwischen den Völkern weiterhin mit Leben zu erfüllen und aktiv zu praktizieren, denn in unserer Unterschiedlichkeit liegt auch unsere Stärke. Dazu gehören Respekt füreinander und das Streben nach einem Miteinander. Ich möchte jungen Menschen, vor allem jungen Frauen, einen Rat mitgeben. Unser Land braucht ihre Leidenschaft und ihr Engagement, ihren Mut, die sich bietenden Chancen zu ergreifen. Und erinnern Sie sich, in Österreich leben zu dürfen, ist für uns alle ein großes Privileg. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, schon in unseren Gesprächen als Innenminister habe ich verstanden, dass Ihre Lebensaufgabe der liberale Rechtsstaat, Demokratie und die Einheit in Vielfalt waren. Sie haben, ohne es je angestrebt zu haben, diesem Land in höchsten Funktionen gedient, mit Kompetenz, Disziplin und vor allem Liebe für Ihr Österreich. Damit haben Sie Geschichte geschrieben. Als einer Ihrer Nachfolger, als Bundeskanzler der Republik, verneige ich mich gemeinsam mit allen Österreicherinnen und Österreichern vor Ihrem Lebenswerk. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Eminenz, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, liebe Trauernde. Heute nehmen wir Abschied von Brigitte Bilhelm. Wir blicken dankbar auf den ganzen Menschen und auf die Verdienste einer außergewöhnlichen Frau. Brigitte Bilhelm war nicht nur eine hervorragende Juristin, sie war auch eine Verbinderin. Eine Verbinderin im fachlichen wie in den persönlichen Kontakten.
eine Verbinderin zwischen ihrer beruflichen Herkunft in der Strafjustiz und dem Verfassungsgerichtshof. Der Strafrechtlerin und der Verfassungsrichterin waren die Grund- und Menschenrechte immer ein ganz besonderes Anliegen. Das beständige Eintreten für den Rechtsstaat in Österreich und in Europa gehört zu ihrem Vermächtnis. Brigitte Bierlein hatte Mut. Sie hat vor Entscheidungen gründlich überlegt, Meinungen eingeholt und, wie es einer Richterin entspricht, abgewogen. Wenn die Entscheidung aber einmal gefallen war, ist sie den eingeschlagenen Weg konsequent zu Ende gegangen. Ihr Mut war begleitet von Demut und Gleichmut. Demut vor den ihr gestellten Aufgaben, die mit jeder neuen Funktion größer und anspruchsvoller geworden sind. Gleichmut, den hat sie gezeigt, wenn einmal Kritik und Gegenwind aufgekommen sind. Brigitte Bierlein war beharrlich und sie hatte Disziplin und Ausdauer. Sie war über 16 Jahre im Präsidium des Verfassungsgerichtshofes tätig und hat damit die meisten ihrer ausschließlich männlichen Vorgänger übertroffen. Über ihre Ausdauer haben wir oft gestaunt. Ob es langwierige Verhandlungen am Verfassungsgerichtshof waren oder internationale Verpflichtungen, verbunden mit weiten Reisen und einem dichten Konferenzprogramm. Sollte sie dabei je müde geworden sein, wir haben es nicht gemerkt. Das Amt der Bundeskanzlerin hat Brigitte Bierlein nach kurzer, aber reiflicher Überlegung der Konsequenzen dieser Entscheidung übernommen. Dabei hat sie mehr auf den Verfassungsgerichtshof als auf sich selbst geschaut. Und das ist nur ein Beispiel für ihr großes Pflichtbewusstsein. Brigitte Bierlein hatte Stil. Sie war der bildenden Kunst und der Musik zugetan. Sie hat ein ausgeprägtes Gefühl für Ästhetik gehabt, und zwar nicht nur im Äußeren. Da war ein gutes Gespür für die richtigen Umgangsformen im beruflichen Alltag und in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Der große Respekt im Miteinander war typisch für den Führungs- und Arbeitsstil von Brigitte Bierlein, im Kollegium ebenso wie in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Brigitte Bierlein war den Menschen um sie herum zugewandt und überhaupt war sie gerne unter Leuten. Sie war im besten Sinn des Wortes ein geselliger Mensch. Sie hat sich um oft scheinbar ganz geringe Anliegen von anderen Menschen gekümmert. Von Menschen, die ihr als Mitarbeiter anvertraut waren, ebenso wie von Freundinnen und Kolleginnen, die sich ihr anvertraut haben. Sie war stets zur Hilfe bereit, und zwar, das zeichnet sie aus, ohne viel zu reden. Brigitte Bierlein ist konsequent für die Gleichberechtigung der Frauen eingetreten. Sie war, wir haben es auch heute wieder gehört, in vielen Stationen ihrer Karriere die erste Frau. Die von Brigitte Bierlein angeführte Bundesregierung hat je zur Hälfte aus Frauen und Männern bestanden. Wäre es nach ihr gegangen, gäbe es diese Parität wohl auch längst schon am Verfassungsgerichtshof. Der viel zu frühe Tod von Brigitte Bierlein macht uns alle betroffen. Enge Freundinnen und Freunde haben sich zuletzt intensiv um sie gekümmert. Pflegerinnen und ärztliches Personal haben sie vorbildlich betreut. Man kann also sagen, dass sie am Ende einen Teil jener Zuwendung bekommen hat, die sie zuvor in ihrem an Begegnungen so reichen Leben jahrzehntelang anderen gegeben hat. In den vergangenen Tagen haben viele Menschen öffentlich die
tief empfundene Dankbarkeit für die Begegnungen mit Brigitte Bierlein und für ihre Verdienste in oft sehr persönliche und berührende Worte gefasst. Diesem Dank möchte ich mich anschließen, im Namen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes und im Namen aller seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein letztes großes Danke, liebe Brigitte, für die gemeinsame Arbeit im Dienste des Rechtsstaats und der Bundesverfassung. Lasst uns in Stille für die verstorbene Brigitte Bierlein beten und sie der barmherzigen Liebe Gottes anvertrauen. Zu unserem Herrn Jesus Christus beten wir voll Vertrauen für Brigitte Bierlein. Erlöse sie, o Herr. Erlöse sie, o Herr. Von aller Schuld. Erlöse sie, o Herr. Durch deine Menschwerdung. Erlöse sie, o Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse sie, o Herr. Durch deinen Tod und deine Auferstehung. Erlöse sie, o Herr. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Erlöse sie, o Herr. Barmherziger Gott, wir danken dir für alles Gute, mit dem du Brigitte Bierlein im irdischen Leben beschenkt hast und für das Gute, das wir durch sie erfahren durften. Wir empfehlen sie nun in deine Hände. In der Taufe hast du sie als dein Kind angenommen. Führe sie nun zur Herrlichkeit des Himmels und gib ihr Wohnung und Heimat bei dir. Allen aber, die zurückbleiben, gib die Kraft, einander zu trösten und im Glauben zu stärken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Durch die Taufe gehören wir zu Christus. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Brigitte, im Wasser und im Heiligen Geist wurdest du getauft. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat.
Dein Leib war Gottes Wohnung. Der Herr schenke dir ewige Freude. Wir haben hier keine bleibende Stätte. Wir suchen die künftige. In der Hoffnung auf Gott, der die Toten zum Leben erweckt, tragen wir nun den sterblichen Leib von Frau Brigitte Bierlein zu Grabe.